Es ist noch gar nicht so lange her, da sah es auf der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung des Elbland-Klinikum Riesa noch so aus. Eine ganze Etage des Hauses wurde komplett umgekrempelt und von Grund auf saniert. Jetzt ist alles anders. Großzügig, hell und modern begrüßt die Station die Patienten. Darüber freut sich ganz besonders Chefärztin Dr. Ivona Winter. Für sie ein großer Schritt nach vorn. Also wir sind mittlerweile seit über 2 Monaten hier, sodass wir langsam unsere neue Arbeitsweise gefunden haben. Wir sind sehr froh, dass wir endlich nun umgezogen sind, dass wir den Baulärm hinter uns gelassen haben. Wir haben schöne neue Räumlichkeiten, mehr Untersuchungszimmer, bessere Untersuchungsmöglichkeiten, schöne neue endoskopische Technik, die wir jeden Tag gut nutzen können. Die HNO ist eine wichtige Abteilung in Riesa und hat damit einen hohen Stellenwert in der Region. Das Aufgabenspektrum ist umfangreich und die Fachabteilung ist für die Zukunft gut aufgestellt. Wir haben schöne neue Endoskopietechnik. Wir haben die Möglichkeit, jetzt mittlerweile, auch wenn wir keine Phoniatrie besitzen, viele phoniatrische Untersuchungen durchzuführen. Wir haben die Möglichkeit, Stimmdiagnostik zu betreiben, was sonst grundsätzlich in der Phoniatrie in Dresden oder Leipzig nur möglich ist. Also wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet, wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe. Wir haben ganz viele Tumorpatienten. Wir haben so in den letzten 6, 7 Jahren so etwa 150, 160 neue Tumorerkrankungen gehabt. Wir haben viele Hautgeschwister, da wir keine Hautklinik in der Nähe haben, werden viele Patienten auch zu uns hier eingewiesen, sodass wir neben der ganz typischen HNO-Diagnostik und operativen Therapie im Sinne von Nasennebenhöhlenchirurgie, im Sinne von Ohrchirurgie, auch die anderen Eingriffe, die vielleicht für die HNO-Klinik nicht unbedingt so typisch sind, auch hier bei uns durchführen. Das kommt den Assistenten zugute, das kommt sicherlich den Patienten auch zugute, weil die Anfahrtswege vielleicht dann doch ein bisschen kürzer sind, als wenn sie sich nach Dresden oder nach Leipzig begeben müssten. Der Umbau, das wird immer deutlicher, hat sich gelohnt. Neben den Patienten profitieren auch die Mitarbeiter der medizinischen und pflegerischen Bereiche. Das ist auf der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung in Riesa gut zu erkennen.